Willkommen bei Motorwoche. Heute fahren wir den Kia Stinger GT. Stinger. Seit einem Jahr ist es ein Begriff in der Autowelt, der viele überrascht. Ein Gran Turismo aus dem Hause Kia Motors. Dieser betört durch ein spannendes Design. Die Front mit der charakteristischen Tigernase blickt grimmig und fordernd seine Mitbewerber an. Der Radstand ist mit 2,90 Meter in dieser Klasse der längste. Serienmäßig steht er auf 19 Zoll Felgen. Des Weiteren kommt der Stinger GT von Haus aus mit der vierflutigen Abgasanlage. Das Heck geht mit seiner breiten Schulterlinie in ein straffes und sportliches Design über. Das übergehende Reflektorband ist dabei Geschmackssache. Der Innenraum bietet Luxus und sehr starke Ergonomie. Alles Wichtige ist auch vorhanden, von Sitzkühlung über ein elektrisch verstellbares und beheizbares Lenkrad, ein gutes Infotainment-System und jede Menge Assistenzsysteme. Der Kofferraum bietet 406 bis 1114 Litern Fassungsvermögen. Unter der langen Motorhaube steckt in unserem Fall der 3,3 Liter Biturbo-Benziner mit 366 PS und einem Drehmoment von 510 Newtonmetern. Seit dem 1. September 2018 ist der Stinger mit einem Otto-Partikelfilter ausgestattet, der die Euronorm 6D Temp erreicht, und er hat zusätzlich ein Sperrdifferenzial bekommen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 270 km/h und er erreicht die 100 in 5,5 Sekunden. Der Koreaner startet als GT bei 55.900 Euro. Wer nicht ganz so viel Leistung braucht, kann auch zu dem 200 PS Diesel ab 45.590 Euro oder dem 2 Liter Turbo Benziner mit 245 PS für 44.490 Euro greifen. Willkommen im Kia Stinger, dem Flaggschiff von Kia. Und wir fangen direkt mit dem Lenkrad an. Das ist natürlich etwas sportlicher gehalten. Hier unten abgeflacht mit Schaltwippen hinten dran. Dann hier auf der rechten Seite unsere Einstellung für unser Tempomat sowie für unseren Bordcomputer hier in der Mitte. Und auf der linken Seite haben wir die Steuerung für unser Infotainment-System. Unsere Tachoeinheit ist eingeteilt in links Drehzahlmesser analog sowie Kühlflüssigkeitsanzeige. Dann auf der rechten Seite unsere Tankanzeige mit der Geschwindigkeitsanzeige. Und in der Mitte haben wir ein digitales Display, das man hier schön durchschalten kann. In der Mitte haben wir unser Infotainment-System in 7 Zoll. Das kennen wir aus allen Kia- und Hyundai-Modellen, also ist ziemlich selbsterklärend. Und wer einmal ein Hyundai oder Kia gefahren ist, der kennt das. Unterhalb des Ganzen finden wir dann unsere drei Lüftungsdüsen sowie die Schnellwahltasten für unser Infotainment-System. Darunter dann noch die 2-Zonen-Klimaautomatik, die sehr einfach zu bedienen ist. Hier unterhalb haben wir eine Ladeschale für unser Smartphone sowie den Anschluss für USB und AUX, zwei Becherhalter, unseren Wahlhebel für unsere 8-Gang-Automatik, der Knopf für die Drive-Mode umzuschalten und sowie hier noch die Umstellung für klimatisierte Sitze, Sitzheizung, Lenkradheizung und die Kameras, die ich hier separat einschalten kann. Willkommen im Kia Stinger GT, dem Flaggschiff von Kia und dem stärksten Kia aller Zeiten. Ja, 370 PS aus einem 3,3 Liter V6 Biturbo. Ja, das hört sich erstmal aus so einem großen Motor eigentlich wenig Leistung an. Aber wenn man dran denkt, dass Kia auch bei diesem Auto 7 Jahre Garantie gibt, kann man verstehen, warum dieser Motor nicht voll ausgereizt ist. Denn Kia muss natürlich dafür sorgen, dass dieser Motor langlebig ist, dass dieser Motor keine Probleme macht. Und dann kann man natürlich nicht aus so einem 3,3 Liter Motor die Maximalleistung rausholen, sondern man drosselt den so ein bisschen, man lässt ihn so ein bisschen auf Sparflamme laufen. Wobei ich sagen muss, dass 370 PS auch auf jeden Fall eine Hausnummer ist. Aber man merkt, dass der Motor diese 370 PS locker aus dem Ärmel schüttelt. Also man merkt, in dem Motor steckt mehr Potenzial drin. Und Kia hebt sich da wahrscheinlich auch noch so ein bisschen was auf für die Zukunft. Denn ich denke nicht, dass wir den Motor in einem Kia zum letzten Mal gesehen haben. Der wird bestimmt noch irgendwo anders in anderen Modellen oder in Nachfolgemodellen vom Stinger vorkommen. Und dann wahrscheinlich bestimmt auch mit mehr Leistung. Der Kia Stinger beschleunigt in 4,9 Sekunden auf 100 km/h und erreicht Spitze 270. Als ich das Auto bekommen habe, habe ich so ein bisschen eigentlich gedacht, das ist ein Sportwagen. Also ich bin davon ausgegangen, dass dieses Auto wirklich rundenzeitentechnisch was reißt und sich wirklich fahren lässt wie eine sportliche Limousine oder ein Sportwagen von Kia. Da muss ich aber sagen, ich habe mich ein bisschen getäuscht. Man kann das Auto sehr sportlich fahren, aber er will das irgendwie gar nicht.
der Kia Stinger strahlt gar nicht diese krasse Sportlichkeit aus, die man vielleicht erwartet, wenn man sich in dieses Auto reinsetzt. Sondern er ist eher eigentlich ein sehr entschleunigendes Auto, ein sehr beruhigendes Auto und ein sehr entspannendes Auto, das ja, einen gar nicht so verleitet, viel Gas zu geben, sondern es ist einfach so ein eleganter Cruiser, ein Gleiter, der trotzdem genug Power hat, wenn man mal auf der Autobahn einfach ein bisschen schneller unterwegs sein will. Aber im Großen und Ganzen ist der Kia Stinger GT auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr komfortables Auto, ein super geiles Reiseauto, das genug Power hat, wenn ich wirklich, wie gesagt, mal Gas geben will auf der Autobahn. Aber selbst im Sport Plus Modus ist das Auto noch extrem komfortabel und lässt sich sehr angenehm fahren. Deswegen auch der Name Gran Turismo. Ein etwas negativer Punkt bei dem Kia Stinger GT ist der Verbrauch, denn der ist tatsächlich relativ hoch. Natürlich kann man bei einem 3,3 Liter Biturbo-Motor nicht erwarten, dass so ein Auto wenig verbraucht. Aber ich finde, Konkurrenzmodelle vom Kia Stinger, wie zum Beispiel die Giulia QV, die auch einen 2,9 Liter Biturbo-Motor hat, also sogar ein bisschen weniger Hubraum noch, die machen das, wenn man über den Verbrauch nachdenkt, ein bisschen schlauer, denn die haben zum Beispiel sowas an Bord wie Zylinderabschaltung und können eine ganze Zylinderbank von den 6 Zylindern abschalten und dann nur noch auf 3 Zylindern laufen, was natürlich dem Verbrauch bei Gleitphasen extrem zugutekommt. Das kann der Kia Stinger leider nicht. Und das führt auch dazu, dass der Kia Stinger ein bisschen mehr verbraucht als seine Konkurrenten, nämlich mindestens mal 10 Liter. Wenn man sich anstrengt, schafft man es auch unter 10, aber eine 9 steht auf jeden Fall davor. Und wenn man so normal im Alltag unterwegs ist und nicht großartig drüber nachdenkt, wie man jetzt fährt, wie man beschleunigt, einfach macht, sag ich mal, dann sind es eigentlich immer mindestens 12, 13 Liter, die auf der Uhr stehen. Und das ist doch meiner Meinung nach im Gegensatz zu seinen Konkurrenten etwas viel. Der große positive Aspekt beim Kia Stinger ist aber die Preis-Leistung. Und da ist er in seiner Klasse wirklich ungeschlagen. Also der Kia Stinger fängt bei 55.000 Euro an und ist dann schon eigentlich fast voll ausgestattet. Richtig, es gibt nicht viel zum Ankreuzen. Und damit ist er knapp 20.000 Euro günstiger als einer der ersten deutschen Konkurrenten. Genau, die wären so S5, C43 oder BMW 340i, 440i. Das sind so die deutschen GT-Konkurrenten. Und ich muss sagen, der Kia Stinger kann auf jeden Fall mithalten mit den ganzen, auch was Beschleunigungswerte angeht. Vielleicht ist so ein S5 noch ein Tick sportlicher, aber wie gesagt, der Kia Stinger GT will das eigentlich gar nicht sein. Und für den Preis, inklusive 7 Jahren Garantie, ist das Auto wirklich preis-leistungstechnisch in seiner Klasse absolutes Top-Niveau und unschlagbar. Kommen wir zum Fazit des Kia Stinger GT. Meiner Meinung nach ist das Auto auf jeden Fall nicht so sportlich, wie man es erwartet und will er auch nicht sein. Und wenn man das Auto fährt, dann merkt man auch, er verleitet einen gar nicht dazu, irgendwie Gas zu geben oder so. Es ist einfach eine extrem coole Reiselimousine, die sehr gut aussieht, für ihren Preis extrem viel mitbringt und super viel Luxus und Komfort liefert, aber trotzdem einen dicken Motor unter der Haube hat. Das heißt, wenn man auf der Autobahn wirklich mal Gas geben will, dann kann man das auch machen, ohne irgendwie Angst zu haben, dass das Auto bei hohen Geschwindigkeiten unstabil wird oder so. Dafür hat Kia schon gesorgt, dass die Fahrstabilität, auch wenn man mal ein bisschen schnell auf der Landstraße unterwegs ist, auf jeden Fall gewährleistet ist. Man kann, wie gesagt, auch über den Drive-Mode-Schalter dann noch in den Sport-Plus-Modus wechseln, wo das Ganze sich noch mal ein bisschen sportlicher fahren lässt, was Gasannahme und Lenkwiderstand angeht. Aber im Großen und Ganzen meiner Meinung nach ein sehr entschleunigendes, ruhiges Auto, sehr komfortables Auto und in seiner Klasse definitiv preis-leistungstechnisch der King. Das war unser Video vom Flaggschiff aus dem Hause Kia, dem Stinger GT. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr findet, dass der Kia Stinger GT mit den deutschen Konkurrenten mithalten kann und was ihr von dieser unglaublichen Preiskanone mit 7 Jahren Garantie sonst so haltet.